Der nächste Einsatz führt die beiden Polizeikommissarinnen Katja Wolf und Lisa Stein zu einem blutigen Scheidungskrieg. Egon 11, 21 hört. Fahrt in die Rosa-Luxemburg-Allee 210. Eine Kinderhermann meldet fliegende Küchen mit Sensilien und laute Schreie aus einer Kfz-Werkstatt. Sonderrechte frei. Kfz-Werkstatt heißt Brauer. Ja, das ist verstanden. Von der Leitstelle bekommen die Beamtinnen die Information, dass die Anruferin ihren Mann in der Werkstatt abholen wollte. Der soll dort als Kfz-Mechaniker arbeiten. Die Ursache der Schreie liegt jedoch im Dunkeln. Hey, 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 hey! Stopp. Hallo! Abfahren! Gut. Der rastet total aus. Wie viele Leute sind da oben? Wie viele Personen? Sie bleiben hier stehen. Ich vermisse meinen Mann. Sie bleiben hier stehen. Ja. Als wir in die Kfz-Werkstatt reingegangen sind, hat uns die Frau Herrmann, die auch den Notruf bei uns getätigt hat, sie hat uns in Empfang genommen und hat uns gesagt, dass sich also in der oberen Etage der Herr Umlaut befindet und dass der da ziemlich randaliert und sie und die andere Frau auch schon geschlagen hat. Hallo? Hallo? Ist alles okay bei Ihnen? Ist da groß irgendwie voll? Wer ist da raus? Lisa, wo ist einmal ein RTW? Ich bin dabei. Und er hat sich gestritten mit dem Clemens. Und ist dann auch abgehauen. Das weiß ich. Ich hab's nicht mitbekommen. Lisa, ist ein RTW? Ich bin dabei. Mein Mann ist auch noch irgendwo hier. Egon für Egon. Wollen Sie einmal hochkommen, dann können Sie sich auf den Stuhl setzen. Die Polizistinnen stellen zunächst sicher, dass die Frauen keine schweren Verletzungen erlitten haben. Dann machen sie sich auf die Suche nach dem gewalttätigen Ex-Mann der Mechanikerin und dem Ehemann der Anruferin, der ihn verfolgt hat. Kommt einmal mit runter? Ja. Was ist los? Oh Gott. Scheiße! Oh mein Gott! Clemens! Können Sie uns hören? Die Polizei! Hallo! Clemens! Hören Sie uns! Wir sind dann wieder runter in die Kfz-Werkstatt und dort stand ein großer Container mit Altpapier und großen Pappkartons. Und darin lag erst zunächst nicht ansprechbar der Herr Herrmann mit schweren Verletzungen. Schatz! Ist das der Mann, der Sie geschlagen hat? Nein, das ist mein Mann. Oh mein Gott. Den wollte ich abholen hier. Hallo, hier ist die Polizei. Sind Sie ansprechbar? Können Sie mich hören? Hören Sie uns? Da ist er, der Ich habe einen Rettungswagen für Sie bestellt. Ja, der kommt sofort. Hey, hey, hey. Hallo! Stopp! So. Auf den Rücken! Keine Bewegung! Schluss! Ja, da war es in erster Linie wichtig, natürlich den vermeintlichen Täter erstmal zu sichern, zu beruhigen und mittels Handfesseln zu fixieren. So, Freund, und jetzt Ruhe. Die Sonne am Schulter! Das okay. Können wir später klären, Sie halten sich jetzt geschlossen. Du hast mich doch einmal gesehen. Sie sind jetzt mal bitte ruhig! Ja, wir machen jetzt hier unsere Arbeit, dass Sie aufgebracht sind, okay? Aber das hilft gerade keinem weiter, ja? Wir kümmern uns sofort um Sie, ja? Der Täter ist alkoholisiert und lässt sich kaum beruhigen. Inzwischen trifft der Rettungsdienst ein und kümmert sich um den verletzten Mechaniker, der langsam zu sich kommt. Okay, wie sind denn die Verhältnisse hier? Wer gehört zu wem? Also, das war mein Ex-Mann. Er? Ja, und wir sind eigentlich geschieden aufgrund häuslicher Gewalt. Und er kam auf einmal in die Werkstatt gestürmt, weil er wollte den Unterhalt nicht zahlen. Er war total betrunken und ehe ich mich versah, war auch Clemens gar nicht mehr da. Okay. Und ja. Ja, wie lange sind Sie geschieden? 2 Jahre. 2 Jahre, okay. Alles klar. Und der hat Sie geschlagen mit der Faust auf flachen Hand? Mit der Faust. Ins Gesicht. Wissen Sie, welche Faust das war? Rechts, links? Können Sie das ungefähr so? Die linke. Die linke? Der linke hat er voll durchgezogen. Es war ihm auch egal. Hat mich geschupft und gekniffen. Okay. Aber das war immer so. Deswegen habe ich mich ja, alles gut. Wir sind da, wir helfen Ihnen jetzt, okay? Alles klar. Ja, ich kann der Frau Umlaut nur persönlich ans Herz legen und auch jeder anderen Frau, die von häuslicher Gewalt oder Gewalt generell betroffen ist, sich den Opferschutz zu wenden, der Polizei zu öffnen, Anzeige zu erstatten, mutig zu sein und den Schritt nach vorne zu gehen und auf gar keinen Fall diese Situation auszusitzen. Wie stehen Sie im Verhältnis zu dem Herrn? Ich kenne ihn, flüchtig. Flüchtig, arbeiten Sie hier? Ja, das ist meine beste Freundin. Sie arbeiten hier in der Werkstatt. Das ist der Ex. Der kam voll assi, aggressiv. Und Sie sind einfach befreundet und Sie sind ein Pärchen? Ja. Das ist meine Frau. Okay. Ich wollte ihn abholen. Wir wollten einfach nur zum Einkaufen fahren. Ich komme hier an und sehe, hier fliegen Sachen aus dem Fenster. Ich höre sie schreien.
Und dann bin ich einfach nur hoch und ja, dann habe ich schon direkt eine. Der hat mir vollen Schraumschüsse. Schraumschüsse. Okay, ist eine gefährliche Körperverletzung. Keine Ahnung, weiß ich. Wir schreiben dazu eine Anzeige. Ja, ich nehme gleich Ihre Personalien auf. Die Kollegen nehmen Sie mit. Ich notiere, in welches Krankenhaus Sie kommen, ja? Grund des Streits war wie so oft leider wieder hier das Geld. Es ging um eine ausstehende Unterhaltszahlung nach Aussage der Betroffenen. Und zwar wollte der Herr Umlaut nicht mehr wohl für seine Kinder zahlen, wollte diesen Konflikt gewalttätig lösen, hat dabei die Frau Umlaut geschlagen. Der Herr Herrmann, der kam mir dann wohl zu Hilfe, wurde dann auch geschlagen. Und als sich die Frau Herrmann eingemischt hat, wurde sie auch von dem Herr Umlaut geschlagen. Der Herr Müller nimmt Sie dann jetzt mit ins Krankenhaus und dann, ich wünsche Ihnen gute Besserung, ich kümmere mich um, möchten Sie mitfahren? Kann ich mitfahren? Okay. Eine Frage noch, der hat da nur den Schraubenschlüssel ins Gesicht geworfen oder wie war das genau? Ich wollte ihn aufhalten, der wollte zu Jessica, der war total vollgetrunken, aggressiv. Ja. Da habe ich mich da vorgestellt. Der hat mir auch direkt eine, ohne Vorwarnung, wollte rein und direkt. Okay, passen Sie auf, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie fahren schon mal ins Krankenhaus. Kommt die Dame auch mit ins Krankenhaus? Möchten Sie ins Krankenhaus? Oder gerade ja, ich bleibe auf jeden Fall noch bei Ihnen, okay? Okay. Die anderen Teamkollegen werden gleich Ihren Mann mitnehmen. Wir kommen nachher ins Krankenhaus und werden Sie noch mal in Ruhe befragen, nachdem alles abgedeckt ist, okay? Wir sind gleich wieder bei Ihnen, okay? Auch die Mechanikerin soll mit ins Krankenhaus fahren. Der Täter hat alle drei jedoch nicht allzu schwer verletzt, sodass die Geschädigten noch am selben Tag heimgehen dürfen. Kein Ton mehr ist zu Ihrer Frau. Ist mir scheißegal, ich zahle keinen Unterhalt mehr. Ja, das lässt sich später alles klären, aber Sie sind jetzt ruhig, wenn wir rausgehen und benehmen sich. Ja, der Herr Umlaut hat jetzt auf jeden Fall mit einer Strafanzeige zu rechnen. Ihm wird vorgeworfen, eine einfache Körperverletzung im Sinne von einem Faustschlag ins Gesicht begangen zu haben. Des Weiteren mit einem Schraubendreher jemanden ins Gesicht geschlagen zu haben. Das ist eine gefährliche Körperverletzung. Und wenn die Frau Umlaut jetzt wirklich zum Gericht geht und eine einstweilige Verfügung beantragt, dann darf er sich auch irgendwann nicht mehr auf eine gewisse Distanz ihr nähern. Bla, bla, bla. Ja, bla, bla. Ja. Ich hab die Sachen vor der Klappe halten. So, Lisa, hast du ihn? Ich hab ihn. Ach, drehen Sie sich einfach um oder gucken einfach weg. Drehen Sie sich einfach um, ignorieren Sie den. Ich hab ihn. Wir sprechen uns noch. Den aggressiven Ex-Mann erwartet eine harte Strafe wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.